indianisch anmutender Junge erwacht an einem idyllischen Strand. Nach ersten unbeholfenen Schritten zwischen Krebsen und Möwen schaut er sich um und erblickt eine scheinbar menschenleere Trauminsel im grellen Sonnenlicht. Alles wirkt karibisch unbeschwert, zumal er sich weder um Nahrung noch um Werkzeuge kümmern muss. Man bekommt sofort Lust, überall herumzustöbern, zumal die Tiere so putzig animiert sind und das Weite suchen, sobald man sich ihnen nähert. In Rhyme geht es nicht um das knallharte Überleben à la Robinson Crusoe, sondern um das entspannte Erkunden, Klettern sowie Rätseln. Nicht über Text oder Dialoge, sondern lediglich über die Kulisse wird die Neugier geweckt und erzählt. Bereits an der Küste entdeckt man marmorweiße Ruinen sowie eingestürzte Brücken. Bald darauf zeigen sich im Tal die ersten Tempelanlagen mit seltsamen Tierstatuetten. Außerdem steigen mehrere blaue Lichtsäulen gen Himmel. Moment, war da nicht gerade eine Gestalt im knallroten Kapuzenmantel? Wenn man ihr folgt, verschwindet sie im letzten Moment wie ein Spuk. Immer wieder. Wer ist das? Was hat es überhaupt mit dieser Insel auf sich? Und wer ist man selbst? Man hat ja nicht mal einen Namen. Hinsichtlich der rätselhaften Symbolik sowie des indirekten Storytellings erinnert dieses Abenteuer umgehend an zwei außergewöhnliche Spiele, Journey und Ico. Auch die Spielmechanik fühlt sich vertraut an. Aus der Schultersicht kann man gehen oder rennen, einen Purzelbaum schlagen oder springen, schwimmen und auch tauchen. Man kämpft zwar nicht, aber ganz à la Ico klettert man an Türmen und Wänden hinauf, presst sich an schmalen Simsen gegen die Wand oder springt waghalsig über Abgründe. Diese Akrobatik läuft weitgehend intuitiv, wird durch visuelle Hinweise etwas erleichtert, aber man kann auch mal abstürzen, allerdings ohne ernsthafte Folgen. Zwar hat der Junge keine Waffe, aber eine magische Gabe, seine Stimme. Als er sie auf einem Hügel vor einem Podest mit blauem Licht einsetzt, fliegt es wie ein zauberhaft entfachter Wind gen Tal und erfüllt dort eine der katzenhaften Statuen mit Leben, die daraufhin bläulich schimmert. Als er sie alle beseelt hat, erscheint ein roter Fuchs und plötzlich bebt die Erde. Eine Säule bohrt sich im Boden Richtung Himmel. Eine Wendeltreppe erscheint und ganz oben, am Ende einer Brücke, öffnet der Junge mit seinem Schrei eine Wand, in der sich ein magisches Tor öffnet. Schon wieder konnte er eine Art Totem beseelen und als Schlüssel nutzen. Auch wenn sich die Rätsel zunächst ebenso intuitiv wie leicht lösen lassen, werden sie alle überaus charmant, inklusive toller musikalischer Begleitung inszeniert. Und sie gewinnen mit der Zeit an Anspruch sowie Abwechslung, wobei Ursache und Wirkung angenehm logisch sind. Man kann Wildschweine mit Futter anlocken, sodass der Weg frei wird. Man muss Kisten optimal platzieren, um Mechanismen für Plattformen auszulösen und rechtzeitig bzw. an den richtigen Stellen die Stimme einsetzen oder klettern. Zu den Highlights gehören die perspektivischen Rätsel, in denen man die Kamera optimal drehen muss, oder die Spiele mit dem Sonnenstand, in denen der Schatten wie in einem Schiebepuzzle zur Lösung führt. Man wird hier nie in verkopfte Sackgassen im Stile eines The Witness geraten, wo es vor allem um Denksport ging, aber man interagiert und grübelt weitaus mehr als in reinen Atmosphärespielen à la Abzu oder mysteriösen Erzählspielen à la What Remains of Edith Finch. Sprich, man spielt wesentlich aktiver. Gelungen sind auch die labyrinthischen Erkundungen in den dunklen Arealen, zumal der Wechsel vom friedlichen, grellen Tageslicht hinein in die düsteren Gewölbe auch zur Dramaturgie des Erzählten gehört, denn es gibt durchaus eine Bedrohung. Dabei sind die monumentalen Aussichten sowie ausgelösten Mechaniken ebenso eine Belohnung wie die subtilen erzählerischen Hinweise über Bildtafeln oder Symbole. Schade nur, dass es auf allen Systemen nahezu permanent Bildratenprobleme gibt.
Herzlichen Glückwunsch an Tequila Works. Rhyme ist ein überaus stimmungsvolles Abenteuer, in dem Erkundung, Akrobatik sowie Rätsel angenehm ineinander fließen. Zwar hätten letztere noch etwas knackiger sein können, aber man löst überaus abwechslungsreiche Aufgaben, in denen man mit Tieren, Kisten, Schaltern Licht und Perspektive kombinieren muss, während man vor monumentalen Kulissen kraxelt oder düstere Labyrinthe durchquert. Trotz der auf allen Systemen ärgerlichen Bildratenprobleme wecken das zauberhafte Artdesign, das mysteriöse Flair sowie das reduzierte Storytelling umgehend Erinnerungen an Journey sowie Ico. Die Spanier haben aber nicht einfach kopiert, sondern wurden zu einer kreativen Idee inspiriert.